Sie sollen während einer Kurzreise für Jugendliche nach St. Peter-Ording Ihre 16-jährige Mitschülerin, die Marika Metten, vergewaltigt haben. Was sagen Sie dazu? Ich glaube das nicht, dass diese Scheiße jetzt hier vor Gericht ist. Wir haben miteinander geschlafen, ja, aber ich habe sie nicht vergewaltigt. Sie hatte sogar extra diese schwarze Bändchen um. Da haben Sie bei der Polizei schon fortlaufend darauf hingewiesen. Was sollen solche Bänder bedeuten? Ja, das ist so ein neuer Trend, der so allmählich nach Deutschland schwappt. Die Farbe zeigt halt die sexuelle Bereitschaft an. Und die Farbe, die an diesem Abend hatte, war schwarz. Und das bedeutet, ich will Sex. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das wollte sie garantiert nicht. Sie hatte gar keine Ahnung von diesem Bändchen, von diesem Bändchen-Schwachsinn. Aber du hast das schamlos ausgenutzt und jetzt versuchst du dich auch noch rauszureden. Frau Metten, darf ich Sie bitten, auch als Interessenvertreterin Ihrer Tochter, sich zurückzuhalten? Das ist das eine. Aber in einem gebe ich Ihnen wiederum recht, dass das ein Schwachsinn ist. Und es gibt keinen Schwachsinn, der Deutschland nicht irgendwann erreicht. Herr May, haben Sie mit Marika wenigstens über die Bedeutung solcher und vor allen Dingen der schwarzen Bändchen gesprochen? Also direkt nicht, aber das war eigentlich alles klar. Sie hat mich angeflirtet, wir haben uns geküsst, wir hatten beide was getrunken. Da kam im einen zum anderen. Mhm. Ich finde, Sie hatten das eigentlich alles geplant. So kommt es mir vor. Sie haben doch eigentlich eine Freundin, oder? Ja. Ja, und da sind Sie treu, richtig? Ja. Selbstverständlich, auch wenn die gerade 5 Monate nicht da ist. Das war wirklich nicht geplant. Eigentlich bin ich mit der Ruth zusammen und eigentlich bin ich wirklich treu, es war nicht geplant. Eigentlich bin ich wirklich treu. Wenn das eigentlich so ist, warum hatten Sie denn dann uneigentlich ein Kondom in der Tasche? Wollten Sie das aufblasen und ein Gesicht draufmalen oder was sollte das? Das war nicht meine eigene, die hatte ich mir von meinem Freund von Lasse geliehen. Die flogen bei uns im Hotelzimmer zu Hunderten rum. Da habe ich mir einfach eins genommen. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Einfach so genommen, das scheint so ein bisschen Ihre gesamte Lebenseinstellung zu allen Dingen zu kennzeichnen. Sie nehmen sich einfach irgendwas. Und das haben Sie mit dem Mädchen, soweit ich sehe, auch gemacht. Und das Mädel ist 16 Jahre alt, nicht älter. Ich frage mich, was mit Ihnen eigentlich los ist. Ihre Freundin ist seit 5 Monaten weg. Haben Sie da einen sexuellen Notstand in Ihrem Alter? Und ist möglicherweise eine Nebenwirkung plötzlich ausbleibenden regelmäßigen Geschlechtsverkehrs, dass Sie nichts mehr hören, dass die Ohren irgendwie verstopft sind? Das Mädchen hat mehrfach geschrien und hat Nein gesagt. Er hat nicht Nein gesagt. Ganz deutlich. Außerdem, ich will Polizist werden. Ich arbeite seit 2 Jahren darauf hin. Wenn ich hier heute verurteilt werde, kann ich das knicken. Oh ja, sieht schlecht aus. Wenn ich dazu kurz was sagen dürfte. Ach Ritter, was ist los mit Ihrer Stimme? Ich hatte gestern eine Stimmband-OP, aber ich denke, das wird heute trotzdem gehen. Konrad hat große Angst davor, dass er den Stempel des Vergewaltigers für ewig auf der Stirn trägt. In unseren Gesprächen hat er mir sehr oft davon erzählt, von seinen Ängsten vor seiner beruflichen Zukunft. Selbst für den Fall, dass er hier heute freigesprochen wird oder für unschuldig gesprochen wird. Er wirkt auf mich schon sehr verzweifelt. Das bin ich auch. Marika, wolltest du auch, wirklich? Dazu werden wir nachher Marika selber fragen. Fest steht jetzt bislang nur eines, dass die Schwester von Marika, die Anja, reingekommen ist in dieses Jugendherbergszimmer und sie beide Geschlechtsverkehr damit hatten miteinander. Das heißt, Marika und sie. Und in dem Moment soll jedenfalls Marika um Hilfe geschrien haben. Ja, aber das hatte jedenfalls einen anderen Hintergrund. Denn nicht nur Marika war an meinem Mandanten interessiert, sondern auch Anja, die Schwester, die im Übrigen in die Parallelklasse von meinem Mandanten geht. Und um ihre Schwester nicht zu kränken, hat sie einfach wie auf Stichwort Hilfe gerufen, damit sie halt eben irgendwie, ne, sie nicht verletzt oder was auch immer. Und nebenbei, die Türe des Jugendherbergszimmers war jedenfalls nicht abgeschlossen. Und hätte mein Mandant die Absicht gehabt, Marika zu vergewaltigen, dann wäre das doch genau das allererste gewesen, was er gemacht hätte, nämlich die Türe abschließen. Warten wir erstmal die Zeugen ab, bevor wir sie bewerten. Noch Fragen an den Angeklagten, den haben wir gerade vor uns. Nein. Dann möchte ich mit der Geschädigten in der Tat beginnen. Marika Metten, bitte. Und Sie nehmen neben Ihrer Verteidigerin Platz. Marika, bitte nehmen Sie Platz. Marika, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie? Und wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann sogar immer dann schweigen, wenn man sich bei wahrheitsgemäßer Aussage selber einer Straftat bezichtigen müsste. Mit anderen Worten, wenn Sie bei der Polizei gelogen haben, dann könnten Sie ja immer sagen, ich sage nichts dazu. Nur lügen dürfen Sie hier nicht. Sie ist verstanden. Marika, Ihr Nachname ist Metten. Sie sind 16 Jahre alt, wohnen in Hannover, gehen noch zur Schule. In welche Klasse gehen Sie? In die 10. am Gymnasium. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Marika, der Angeklagte sagt hier ja weiterhin, dass Sie mit ihm freiwillig Geschlechtsverkehr gehabt hätten. Sie haben bei der Polizei gesagt, es stimme nicht. Sie hätten ihm klar gesagt, dass Sie es nicht gewollt hätten.
Und Sie werden ja bei der Vorbereitung des Verfahrens mit Ihrer Mutter auch gesprochen haben. Und dass Sie hier alles noch mal erzählen müssen, was in dieser Nacht geschehen ist. Ja, meine Mama hat auch schon gesagt, dass ich da wahrscheinlich noch mal durch muss. Und, aber ich, es stimmt einfach, was ich sage. Konrad, ich weiß auch nicht, vielleicht ist auch alles meine Schuld. Ich habe vielleicht die falschen Signale gesendet. Marika, Sie haben mit Sicherheit überhaupt keine Schuld. Glauben Sie mir das bitte. Sie haben auch keine falschen Signale gesendet. Der Angeklagte hat hier mit ganz roher Gewalt Sie dazu gezwungen, etwas zu tun, was Sie zumindest zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr wollten. Der hat falsch gehandelt. Sie haben das nicht. Diese dummen Bändchen. Ich wusste gar nicht, was das heißt. Oh, Schatz, es tut mir so leid. Wenn ich gewusst hätte, dass dieser krankhafte Kerl dieses Band falsch versteht, dann hätte ich dir das doch gar nicht geschenkt. Marika wollte unbedingt so einen Band haben. Ihre Schwester trug auch so eins. Und es gab nur noch die schwarzen Bänder. Marika, mal ganz allgemein. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie an diesem Abend hier mit Konrad auf das Zimmer gegangen sind, in der Jugendherberge? Anja und ich wollten in so einen Club gehen. Und der hieß Rocket Room Club. Und ich weiß nicht mehr, anfangs war es eigentlich ganz lustig. Und wo wir dann im Zimmer waren, dann... Gab es einen Grund, vom Club in das Jugendherbergszimmer zu wechseln? Ja, also meine Schwester wollte aufs Klo und die Schlange war zu lang. Also deswegen musste ich so lange warten. Aber ich war schon müde und ich wollte eigentlich nach Hause. Ja, und dann hat halt Konrad mir angeboten, mich nach Hause zu bringen, damit mir nichts passiert. Und ja, ich habe ja nicht geahnt, dass er... Marika, wir wissen beide, dass wir nichts getan haben, was du nicht auch wolltest. Warum behauptest du sowas? Weil es stimmt! Wieso sagst du immer sowas? Ich verstehe das nicht. Machst du sowas öfters oder was? Marika, mein Mandant ist hier wegen Vergewaltigung angeklagt. Und sollte er verurteilt werden, hat das gravierende Auswirkungen auf seine Zukunft. Noch können Sie jedenfalls das Richtige tun und zugeben, dass er es nicht gewesen ist. Überlegen Sie sich bitte, bitte, was Sie ihm mit einer Falschaussage antun. Das ist nicht ernst jetzt, Frau Kortag. Entschuldigung, Sie soll jetzt Mitleid haben mit dem. Überlegen Sie sich bitte mal, was Ihr Mandant diesem Mädchen angetan hat und auch jetzt noch antut, dass es hier sitzen muss. Herr Römer, noch mal. Mein Mandant hat seit über einem Jahr eine Freundin, mit der er seine ersten sexuellen Erfahrungen jedenfalls ausgetauscht hat. Eigentlich ist er treu, ja. Dass eine solche Tat nicht zu ihm passen wird, werden wir ebenfalls von Ruth Poller von der Freundin hören. Sehr gespannt drauf. Also lenken Sie jetzt hier doch mal bitte ein und sagen Sie, dass das nicht wahr ist. Aber es ist doch wahr. Was soll ich denn noch sagen? Marika, Sie sind 16, aber Sie verstehen eins, dass hier Aussage gegen Aussage steht. Schauen Sie mal, und wem sollen wir hier glauben? Ja, das heißt, wir müssen erst mal beide Seiten hören. Ihn haben wir gehört und jetzt müssen wir uns von Ihnen einen Eindruck verschaffen. Marika, Sie sind also beide freiwillig zur Jugendherberge und dann? Also erst mal waren wir angekommen, dann... Konrad hat mich gefragt, ob ich mit ihm aufs Zimmer noch komme, um zu reden. Na, dann habe ich mir nichts gedacht und bin nicht mitgegangen. Und dann saßen wir im Zimmer und dann hat er mich geküsst und... Und Sie haben mitgemacht? Ja, aber das war ja auch irgendwie erstmal nicht so. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass er mehr vorhatte. Sie hatten auch Alkohol konsumiert zu diesem Zeitpunkt, ist das richtig? Ja, das stimmt auch. Und mir war auch voll übel von der Situation und ich wollte einfach nur weg. Ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Wer hatte Ihnen den Alkohol denn besorgt? Ja, wo wir in der Disco waren. Also Konrad und Lasse haben es abwechselnd geholt für Anja und mich. Ja, das war doch kein Plan. Wir haben alle was getrunken, aber in Maßen. Außerdem hatte die doch ihren Anstandsdackel dabei. Die Schwester hätte garantiert irgendwas gesagt, wenn wir es übertrieben hätten. Anja, das ist eins klar. Ich werde da drin gleich nicht lügen. Mein bester Freund sitzt da wegen Vergewaltigung. Das ist doch nicht lustig. Natürlich ist das nicht lustig. Er sitzt da, weil er sich an meiner kleinen Schwester vergriffen hat. Und ich würde mir an deiner Stelle ganz genau überlegen, was ich da drin gleich erzähle. Ja, wie wär's denn mit der Wahrheit, hä? Ich weiß noch ganz genau, was du mir in dem Abend erzählt hast, Honey. Anja macht sich große Vorwürfe. Dabei kann sie doch gar nichts dafür. Du bist hier derjenige, der sich schämen sollte. Konrad hat mit ihrer Tochter nichts gemacht, was sie nicht wollte.
Ich kann verstehen, dass sich die Mütter der Beteiligten hier auch noch einmischen wollen. Aber vertrauen Sie darauf, dass ich diese Sache bislang jedenfalls im Griff habe. Und ich habe es auch nie vor, diese Sache aus meinen Fingern zu lassen. Ich möchte keine Unterbrechung, Marika. Wir waren schon im Zimmer von ihm in der Jugendherberge. Wie ist es da weitergegangen? Also, erst hat er mich nur gestreichelt. Und dann hat er angefangen. Marika, ich kann unterbrechen, aber wir werden immer fortsetzen. Dann hat er angefangen, mich auszuziehen und... Marika, warum sind Sie nicht gegangen? Das Zimmer war offen. Warum haben Sie sich nicht gewehrt? Haben Sie versucht, sich zu wehren? Ja, ich hab mich klar. Ich wollte die ganze Zeit weg. Ich hab geschrien, nein, und lass mich in Ruhe. Aber er hat nicht drauf gehört. Dann hat er sich auf mich gesetzt und er war viel stärker wie ich. Ich viel stärker. Ich konnte kaum was machen. Ich hatte so eine Angst. Ich fass das nicht, was du für eine Show abziehst. Ich hab dich nicht vergewaltigt. Du, der Einzige, der hier eine Show abzieht, das sind doch Sie. Und Sie ziehen eine verdammt erbärmliche Show ab. Und damit werden Sie nicht durchkommen. Wir haben noch Fotos gemacht von den Verletzungen, die das Mädchen hatte. Die sind dokumentiert. Hämatome am Körper, in den Innenseiten der Oberschenkel. Vergewaltigungstypische Spuren sind das. Ja, also so eindeutig sind die Fotos von mir aus jedenfalls nicht. Frau Metten, wieso wollten Sie unbedingt nach St. Peter-Ording? Also... Am 8.8. Hatte ich ein Beachvolleyballturnier dort. Und da ich ja Volleyball spiele, war das eigentlich eine gute Gelegenheit. Und ich wollte halt dann mit meiner Schwester zusammen dahin. Und da wollten Sie daran teilnehmen. Haben Sie denn daran teilgenommen? Ja, natürlich. Ich meine, das war ja auch dann nochmal ein Grund, feiern zu gehen, weil unsere Mannschaft ja sogar gewonnen hatte. Ach, gewonnen haben sie. Das heißt also, vollen Körpereinsatz haben sie wahrscheinlich auch gezeigt. Ne? Im Endeffekt werden wohl die Hämatome daherkommen. Nein, wieso glaubt denn hier keiner? Ich verstehe das nicht. Frau Vorsitzende, dürfte ich mal das Foto haben? Bitte, alle. Frau Kortag, wenn Sie sich das mal bitte ansehen würden. Und jetzt erklären Sie mir mal bitte, wie beim Beachvolleyball diese Verletzung an den Innenseiten der Oberschenkel zustande kommen sollen. Ja, da Sie keinen Sport machen, Herr Römer, dürften Sie das wahrscheinlich auch nicht wissen. Ist Beachvolleyball Rugby? Das ist normal, ja. Das ist normal? Das passiert. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Noch Fragen derzeit? Nein, danke. Dann möchte ich mal mit Ihrer Schwester erstmal fortsetzen. Anja Metten, bitte. Und Sie nehmen hinten Platz. Über die Vereidigung erscheine ich später. Nehmen Sie Platz, Anja. Dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man es strafbar. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber oder nahe Angehörige wie einer Schwester einer Straftat bezichtigen müsse. Dann kann man sagen, dazu sage ich nichts, nur lügen dürfen Sie nicht. Anja, Nachname ist Metten, Sie sind 18, wohnen in Hannover und gehen noch zur Schule. Welche Klasse gehen Sie? In die 12. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Anja, Sie haben ja Ihre Schwester ja auf diesem Kurztrip da nach St. Peter-Ording begleitet. Es ging ja da um dieses Beachvolleyball-Turnier. Wollten Sie auch an diesem Turnier teilnehmen? Nein, ich wollte nicht dran teilnehmen, aber... Marika sollte nicht alleine fahren und so hat meine Mutter beschlossen, dass ich mitfahren soll. Und ich habe mich dann dazu breitschlagen lassen. Am Anfang hätte ich mir wirklich was Besseres vorstellen können, aber im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass ich für meine kleine Schwester da sein konnte nach der Vergewaltigung. Ich habe sie nicht vergewaltigt. Und es wäre echt nett, wenn du mal aufhören würdest, das an unserer Schule rumzuerzählen. Es reicht ja schon, dass ich vom Unterricht suspendiert bin, aber die Drohanrufe... Das ist echt hart. Ich habe keinen Bock, mir eine andere Nummer geben zu lassen. Willst du mich verarschen? Für dich ist es hart? Schau dir mal Marika an. Die muss eine Therapie machen, deinetwegen. Anja, kommen wir mal auf diesen Abend. Man ging es chronologisch durch, weil dann kann ich es am besten nachvollziehen. Wie war das in dem Club an dem Abend? Wir vier hatten eigentlich echt Spaß. Also Konrad, Lasse, Marika und ich. Wir haben getanzt und getrunken. Wir haben natürlich nicht zu viel getrunken. Ich habe schon darauf geachtet, dass meine kleine Schwester nicht zu viel trinkt. Ich habe leider erst viel zu spät gemerkt, dass das in ihrem Glas nicht Wasser, sondern Gin Tonic war. Das haben Sie ja ganz geschickt angestellt. So konnten Sie doch den Anstandsdackel gleich ausschalten, oder nicht? Herr Römer, das ist doch totaler Humbug. Ich meine, in dem Alter ist das völlig normal, dass ältere Jugendliche den Jüngeren einfach Alkohol besorgen, oder? Ich meine, vielleicht ist das nicht ganz legal, ja, aber in meiner Jugend war das genauso. Komisch nur, dass Konrad nur bei jeder zweiten Runde mitgetrunken hat, wenn überhaupt. Er hatte von Anfang an vor, meine Schwester klarzumachen, ob sie will oder nicht. Wir wissen jedenfalls nur eines und das sicher, weil noch nicht mal eine Stunde nach der Tat sind Blutwerte genommen worden. Das
Der Angeklagte eine Alkoholkonzentration von 0,8 Promille hatte, in der Tat relativ wenig, in Anführungsstrichlein wenig, für manche ist es viel, während ihre Schwester 1,2 Promille bereits hatte. Warum glauben Sie jetzt, dass schon Konrad Mayes in dieser Disco abgesehen hatte oder in diesem Club mit ihrer Schwester irgendwie nach Hause zu gehen dann später? Hat er was in dieser Richtung gesagt? Nein, gesagt hat er nichts, aber ich habe mitbekommen, wie er sich von Lasse Kondome geschnorrt hat. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich noch nicht geahnt, dass die für meine kleine Schwester bestimmt sind. Der Angeklagte sagte, der Geschlechtsverkehr zwischen ihrer Schwester und ihm habe einverständlich stattgefunden. Und außerdem habe ihre Schwester ein sogenanntes Checkband, also diese schwarzen Dinger, da getragen. Und schwarz bedeutet, ich will Sex. Sie sollen jetzt Expertin in solchen Bändchen sein. Ich habe eine ganze Menge davon. Expertin, also ich war im Urlaub in England und die Jugendlichen tragen das da ohne Ende. Ich habe auch welche getragen. Also nur die harmlosen. Die harmlosen? Welche Farben haben die harmlosen? Na, das ist gelb, orange, pink, sind so die harmlosen. Ah. Was bedeuten jetzt die Farben im Einzelnen? Na, also gelb bedeutet Umarmung, orange küssen und pink bedeutet Knutschfleck. Aber da das hier in Deutschland noch nicht so bekannt ist, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass das hier einer abreißt. Momentchen mal, abreißt. Warum sollte man solche Bänder abreißen? Ja, das gehört zu den Regeln. Erst wenn einem das Band abgerissen wird, darf der andere das einfordern, was das Band bedeutet. Marikas Band war ja noch nicht mal angerissen. Konrad hatte gar keine Ahnung davon und jetzt im Nachhinein beruft er sich darauf. Also ehrlich gesagt, mein Mandant hatte schon bei seiner ersten polizeilichen Vernehmung darauf hingewiesen, auf diese schwarzen Bändchen nämlich. Wie soll er sich bitteschön so schnell eine Ausrede zurechtlegen, wenn er davon überhaupt keine Ahnung gehabt hat? Das ist doch ganz klar. Ja. Ich habe Lasse an dem Abend erst davon erzählt und die beiden sind beste Kumpels. Mhm. Und der eine trägt dem anderen dann weiter irgendwas. Lasse hatte gar keinen Plan davon und ich habe ihn darüber aufgeklärt. Und ich habe ihm das erzählt und ich denke mal, dass er es dann später Konrad auf der Polizeiwache erzählt haben muss, eben nach der Vergewaltigung. Wie sind Lasse so normalerweise drauf? Bleach oder nicht so Bleach bei solchen Geschichten? Lasse lässt wirklich nichts anbrennen. Und wenn der noch nichts von dem Trend gehört hat, dann Konrad erst recht nicht. Das hast du dir schön ausgedacht. Du hast nur einen Fehler gemacht. Ruth hat mir das erzählt. Die war nämlich in Australien. Und da kommt der Trend ursprünglich her. Wie du siehst, bist du nicht der Einzige, der informiert ist. Mhm. Und das wird jedenfalls die Freundin von meinem Mandanten hinterher noch bezeugen können. Jetzt wollen wir die Bändchen mal verlassen und zur Jugendherberge zurückkommen. Wussten Sie, dass Ihre Schwester so früh nach Hause wollte, in die Jugendherberge? Nein, ich war auf Toilette und es hat ein bisschen gedauert. Ich musste etwas länger anstehen und als ich zurückkam, war da irgendwie nur noch Lasse. Und der sagte, dass Konrad Marika nach Hause bringen würde, da sie müde sei. Und ich habe mir da erstmal nichts bei gedacht, aber dann ist mir die Kondomsache wieder eingefallen und Marika ist also, sie war noch Jungfrau. Konnte Lasse sagen, wohin der Angeklagte mit Marika gewollt hat? Der hatte angeblich keine Ahnung, wer es glaubt. Ich bin dann natürlich erstmal direkt los und hab's auf dem Zimmer von Marika und mir versucht, aber da war sie nicht. Und unterwegs hatte ich sie auch nicht gesehen und mir ist heiß und kalt geworden und ich bin panisch geworden und dann bin ich einfach nur weitergelaufen und dann ist mir eingefallen, dass sie eventuell mit Konrad auf seinem Zimmer ist. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir noch eingefallen ist. Also bin ich dahin gelaufen und da war sie ja dann auch. Und jetzt bitte präzise und konkret. Was haben Sie gesehen bzw. gehört, als Sie die Tür aufgemacht haben? Was haben Sie gesehen bzw. gehört, als Sie die Tür aufgemacht haben? Sie war nackt und er war nackt und lag auf ihr und hat sie festgehalten und sie hat nur geschrien und ihn angefleht, dass er aufhören soll. Und sie hat geschrien, nein, ich will das nicht, lass das. Und sie konnte sich überhaupt nicht wehren. Er hat sie an beiden Armen festgehalten. Und wie hat er reagiert, als sie plötzlich im Zimmer stand? Er ist sofort von ihr runter und war kreidebleich und hat gar nichts mehr gemacht. Und er war mir dann auch egal. Ich habe mich dann um meine kleine Schwester gekümmert und bin sofort mit ihr zur Polizei. Am liebsten hätte ich den Kerl noch in seine Weichteile getreten. Ist gut, dass Sie es nicht gemacht haben. Ihrer Schwester hätte es nicht geholfen, Ihnen erst recht nicht. Es war sofort richtig, zur Polizei zu gehen. Das ja. Anja, eine andere Frage. Haben Sie Ihre Schwester bereits schreien gehört, als Sie erst im Zimmer gewesen sind oder schon vor der Türe? Soweit ich mich erinnere, erst als ich im Zimmer war. Mhm.
Aber ich denke, die Türen sind auch nicht besonders dünn. Da werden ja öfters Partys gefeiert und die werden da schon irgendwie vorgesorgt haben mit Schallschutz oder so. Oder aber Ihre Schwester hat erst angefangen zu schreien, als Sie im Zimmer aufgetaucht sind. Ich meine, diese Materialien bei den Jugendherbergen, da legen die nicht besonders viel Wert drauf. Ich denke, dass diese ganzen Wände und Türen sehr hellhörig sind. Sie hätten sie von vornherein vor der Türe schon schreien hören müssen. Nein, wirklich nicht. Marika war fertig. Mal Fragen derzeit an Anja Metten. Da möchte ich mal mit Uwe Händler fortsetzen, diesem Betreuer von dieser Reise. Herr Händler, bitte. Und Sie nehmen bitte hinten Platz, die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Händler.